Die Ode an die Freude. Mit Ludwig van Beethovens zur Europahymne erhobener Melodie ging im Oktober 2018 der erste Tag der Veranstaltung Schicksalsgemeinschaft zu Ende. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und zum 205. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig stand die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Europas im Mittelpunkt dieser zweitägigen Veranstaltung, zu der die Stiftungen der Sparkasse Leipzig auf Schloss Hubertusburg und nach Leipzig eingeladen hatten. In seiner Begrüßung in der Kapelle von Schloss Hubertusburg in Wermsdorf, die die Veranstaltung eröffnete, hob Stefan Seeger unter anderem die Bedeutung eines geeinten Europas als Konsequenz aus den Kriegserfahrungen der Vergangenheit hervor. Das Projekt Europa sei in Gefahr. Ob Brexit, die Entfremdung zwischen Europa und den USA, die Entwicklung des NATO-Partnerlandes Türkei zur Autokratie, der Konflikt in der Ostukraine und um die Krim, oder eine mehr oder weniger ausgeprägte nationale Abgrenzungspolitik, insbesondere in den osteuropäischen Staaten der EU. All diese Entwicklungen fordern die Haltung, ebenso wie die Handlungsfähigkeit jedes Menschen, jeder Kommune, jedes einzelnen europäischen Staates und vor allem der europäischen Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit heraus. Zum Thema Brexit ergriff Heinrich, Prinz von Hannover, zugleich Prinz von Großbritannien und Irland, Partei für Großbritannien. Man müsse alles tun, Großbritannien als unverzichtbares Mitglied in der Europäischen Union zu halten. Diesen festen Willen müssten die Menschen spüren. Oh ja, ja, sehr wichtig. Und deswegen bin ich natürlich auch, sagen wir mal, sehr enttäuscht, wie man mit England oder Großbritannien umgeht. Weil ich glaube, Großbritannien war immer europakritisch. Und dass die Engländer jetzt, sagen wir mal, aus der EU austreten, beziehungsweise das Volk es wollte, da dürfen wir nicht nachtreten. Da müssen wir alle Wünsche erfüllen, in Anführungsstrichen, und sollten sehen, dass wir auch gut dabei fahren. Und wie wir die Engländer im Moment behandeln, beziehungsweise Großbritannien, finde ich nicht so schön. Etwa 200 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft waren der Einladung der Sparkassenstiftungen gefolgt, um über die Zukunft des Kontinents zu diskutieren. Wir haben nach meinem Dafürhalten eine andere, veränderte Lage europaweit, die auch erfordert, neue eigene Einsichten zu suchen. Und das ist gar nicht so einfach. Ein geeintes Europa meines Erachtens ist das wichtigste politische Projekt überhaupt. Nun kann man sich streiten darüber, was der Inhalt dieses Projektes sein sollte. Inwiefern sollte Europa wie bisher, also wie in den letzten Jahren, so neoliberal gestaltet werden oder vielleicht anders, stärker sozialstaatlich? Ich glaube erst einmal, dass wir uns wieder damit auseinandersetzen, was ist ein Krieg? Das ist etwas, was wir bedauerlicherweise heute in Europa sehr zu verdrängen versuchen, einfach weil wir so lange schon in Frieden leben. Und wir sind gar nicht mehr dankbar genug für das, was der Europäischen Union gelungen ist, auf diesem Kontinent zu erreichen. Am ersten Tag auf Schloss Hubertusburg galt das gemeinsame Erinnern den historischen Wechselfällen der deutsch-französischen Geschichte. Schloss Hubertusburg diente während der Völkerschlacht als Lazarett auch für französische Soldaten, von denen viele hier ihren Verletzungen erlagen. Ein Kranz, der später am sogenannten Franzosengrab in Wermsdorf niedergelegt wurde, gemahnte an die tausenden Gefallenen und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Doch was sind Kriege, wenn man nicht die Menschen in den Blick nimmt? Die vielen Opfer, das unendliche Leid, das sie über die Menschen gebracht haben. Wir erinnern daran aus einer Zeit des Friedens heraus. Frieden hier bei uns, dafür gilt es, dankbar zu sein, dafür gilt es, sich einzusetzen. So Generalvikar Andreas Kutschke vom Bistum Dresden-Meißen, der gemeinsam mit Oberlandeskirchenrat Dr. Peter Mais von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens den Auftaktgottesdienst in Vertretung ihrer jeweiligen Bischöfe zelebrierte. Umrahmt wurde dieser durch die Sächsische Bläserphilharmonie und Landeskirchenmusikdirektor Markus Leidenberger an der Orgel. Gisela, Prinzessin von Sachsen, las im Rahmen des Gottesdienstes aus dem ersten Buch Samuel.
Israel zog gegen die Philister in den Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Eben-Eser auf und die Philister hatten ihr Lager in Afek. Die Philister rückten in Schlachtordnung gegen Israel vor und der Kampf wogte hin und her. Ja, also das, was mich am meisten beeindruckt hat, dass man so eine wichtige Veranstaltung mit einem Dankesgottesdienst beginnt. Also alleine die Möglichkeit zu sagen dem Herrgott, wir danken dir, dass du uns das alles gibst, dass wir diesen Rahmen abschöpfen können und dass es Institutionen gibt, wie in Leipzig die Sparkassenstiftung, die einfach sagt, das ist wichtig für die Friedenserhaltung in Europa und weltweit und deswegen wollen wir sowas möglich machen. Also sehr schön fand ich, dass wir eine Hymne gesungen haben nach der Melodie von Land of Hope and Glory. Und da läuft es so, Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt. Ich wusste nicht, dass es das auch auf Deutsch gibt. War sehr schön. Doch nicht nur ein Ort zur Erinnerung an den Krieg, auch ein Ort des Friedens ist Schloss Hubertusburg. In der kurfürstlichen, später königlichen Jagdresidenz wurde 1763 das Ende des Siebenjährigen Krieges zwischen Preußen, Österreich und Sachsen besiegelt. Äußerlich vom Freistaat Sachsen weitgehend saniert, bietet das Schloss in seinem Innern, bis auf die Kapelle und einige wenige Räume, einen überwiegend trostlosen Anblick. Auch daran wollten die Stiftungen der Sparkasse Leipzig mit der Wahl des Veranstaltungsortes erinnern. Jetzt gibt es zurzeit gerade einen Empfang, bei dem die Gäste die Möglichkeit haben, sich das Schloss Hubertusburg anzugucken. Das ist auch das, was wir wollten, dass sie wissen, auch unsere Gäste, das Schloss Hubertusburg braucht Hilfe. Die Kapelle in Anführungsstrichen, bei anderen ist das eine ganze Kirche, ist schon unglaublich schön. Und ich war auch schon auf dem ehemaligen Fürstenstuhl, wird das ja genannt. Das ist schon unglaublich. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal überhaupt hier. Und das ist schon, erschlägt einen schon ein bisschen. Ne? Und es war besonders schön gestern übrigens, das Hubertusburger Schloss kennenlernen zu können, weil für mich dieses Schloss wichtig war als der Ort eines Friedens, nicht kein Schauplatz des Krieges. Also da sieht man, dass nicht nur der Krieg, sondern in Europa auch der Frieden auf eine lange und tiefe Geschichte, über eine lange und tiefe Geschichte verfügen kann. Eine Serenade, aufgeführt vom Luftwaffenmusikchor der Bundeswehr aus Erfurt unter Leitung von Hauptmann Tobias Wunderle, rundete den ersten Veranstaltungstag mit der Marseillaise, dem Deutschlandlied und der Europahymne ab. Also heute war das einfach ein gigantisches Erlebnis, dass wir so viele honorische Gäste hier hatten, die auch alle interessiert waren, hierher zu kommen. Das ist eigentlich die Betonung, dass wir da einen Teil davon auch kennenlernen durften, die wir sonst nie kennenlernen würden. Und dass wir eigentlich erreichen wollen, dass die Hubertusburg bekannter wird und auch Unterstützung bekommt. Stiftungsdirektor Stefan Seeger blickte auf den zweiten Tag der Veranstaltung Schicksalsgemeinschaft voraus. Morgen ist dann wiederum der wissenschaftliche Teil mit zahlreichen Vorträgen, unter anderem Professor Sir Christopher Clark, weitere ganz hochkarätige Vortragende, Professor Sönke Neitzel, Professor Hilfried Münkler, Walburga Gräfin Douglas und Konrad Adenauer. Auf dem Leipziger Mediencampus Villa Ida, Sitz der Sparkassenstiftungen, sollte am 20. Oktober vor allem die Frage diskutiert werden, welche Konsequenzen aus der Geschichte zu ziehen sind.
Dr. Harald Langenfeld skizzierte in seinem Grußwort die mancherorts in Frage gestellten, jedoch unverzichtbaren Prinzipien eines gemeinsamen, demokratisch verfassten Europas. Es ist, meine Damen und Herren, eine banale Erkenntnis, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Aber wir müssen uns fragen, wiederholen sich Fehler und Verhaltensmuster? Frieden, Freiheit und Demokratie, meine Damen und Herren, müssen in jeder Generation neu erworben und verteidigt werden. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der große deutsche Staatsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde hat diesen berühmt gewordenen Satz bereits Mitte der 60er Jahre das scheinbare Paradoxon beschrieben, in dem sich unsere freiheitliche Gesellschaft in der Tat befindet und bewegt. Dass demokratische Werte nämlich nicht angeordnet werden können, sondern immer wieder aus der Mitte der Gesellschaft heraus entwickelt und bewahrt werden müssen. Gerade in diesen Tagen, meine Damen und Herren, erleben wir, wie Grundfesten unserer Demokratie, wie Gewaltenteilung, wie Presse- und Meinungsfreiheit auch in Staaten der Europäischen Union in Gefahr geraten. Keynote-Speaker Sir Christopher Clark gab die Leitlinie für das historische Symposium vor. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, ohne vorher zu wissen, was wir von ihr lernen wollen, kann sie unser Blickfeld erweitern, unsere Reflexionen vertiefen, uns weiser machen, als wir ohne sie wären. Wer das tut, wird vielleicht den gefährlichsten Zwangssituationen vorher erkennen oder sogar entkommen. So jedenfalls meine Hoffnung. Der in Deutschland vor allem für seine Analysen zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs bekannte Cambridge-Professor verglich die Ereignisse der Sommerkrise 1914 mit der heutigen Zeit, warnte aber vor vorschnellen Analogien. Die Politiker lieben es, 1:1 Gleichungen festzustellen. Saddam Hussein gleicht Adolf Hitler, die Ukraine-Krise ist München 38 oder gar Europa im Sommer 1914. Bei solchen 1:1 Analogien handelt es sich allerdings meistens nur um mutwillige Aktualisierungen. Sie wirken moralisierend und propagandistisch, bringen aber keinen wirklichen Erkenntnisgewinn. Wer genauer auf die Botschaften der Geschichte hört, wird schnell erkennen, dass sie eben keine Lehrerin ist, sondern ein Orakel. Statt kompakte Ratschläge zu erteilen, bietet sie uns rätselhafte Erzählungen, über deren Relevanz für die Gegenwart wir erst lange nachdenken müssen. Professor Sönke Neitzel erinnerte daran, wie unterschiedliche Nationen ihre Rolle während des Zweiten Weltkrieges erzählten und fragte, inwiefern Europa zunächst Verständnis für die Geschichtserzählungen seiner Nationen gewinnen müsse, damit es vielleicht auch eine gemeinsame Geschichte entwickeln kann. Wir müssen uns aber auch einen differenzierten Diskurs zutrauen. Wir können nicht eine Verharmlosung und Vereinfachung durch eine andere ersetzen. Denn sonst verkommt Erinnerung schnell zu hohlen Phrasen. Neitzel betonte den Wert einer differenzierten Geschichtsbetrachtung. Er wünschte sich, dass die Europäer Geschichte häufiger in Grautönen statt nur in Schwarz und Weiß beschrieben. Gewiss ist das Differenzieren ist mühsam, es ist schwierig, es ist zuweilen auch schmerzhaft. Es liefert vor allen Dingen keine einfachen Antworten, nach denen wir wohl so oft so sehr streben. Gleichwohl sollte man dieses als Aufforderung betrachten, die Geschichte hinter der Geschichte zu erkunden. Ich kann Ihnen versprechen, man wird dabei höchstwahrscheinlich auf Unerwartetes stoßen. Perspektivwechsel ist gefragt. Dass dies funktionieren kann, verdeutlichten in Leipzig Konrad Adenauer, Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers, sowie Walburga Gräfin Douglas als Zeitzeugen. Adenauer zeichnete den Prozess der deutsch-französischen Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg nach, den sein Großvater mitgestaltet hatte. Adenauer kam die Demarche von Robert Schumann, dem seinerzeitigen französischen Außenminister, vom 9. Mai 1950 sehr gelegen. Bevor Schumann quasi zur Gründung der späteren Montanunion aufrief, hat es einen internen Kontakt zwischen ihm und Adenauer gegeben, sodass mein Großvater auf diese Aktion vorbereitet war. Er gab damals schon deutlich zu verstehen, dass es ihm dabei weniger um Kohle und Stahl als vielmehr um einen ersten wichtigen Schritt auf die europäische Einigung hin ging. Damit war natürlich auch ein erster Schritt Frankreich auf Deutschland zu verbunden. Als ein Zeichen gelungener Aussöhnung ließ sich auch verstehen, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und die französische Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Decaute, gemeinsam die Schirmherrschaft für die Veranstaltung der Sparkassenstiftungen übernommen hatten.
Walburga, Gräfin Douglas, hatte im August 1989 das paneuropäische Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze organisiert, das über 600 DDR-Bürgern die vergleichsweise gefahrlose Ausreise nach Westeuropa ermöglichte. Und es war eben auch so, dass die Leute hinter dem Eisernen Vorhang gesehen haben, wie die europäische Einigung gut und positiv war. Alle konnten selbst sehen, dass das sich einigende Westeuropa Freiheit und wirtschaftliche Sicherheit garantiert hat. Ich möchte zunächst eine Bemerkung machen zu Ihnen, Gräfin Douglas. Als Sie vorgetragen haben, haben viele sich hier im Raum über Ihren Humor und über Ihre Geschichten gefreut. Mir ging es anders. Ich musste aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen. Sie haben dazu beigetragen, dass wir heute hier sitzen dürfen. An diese Aufbrüche nach Europa gelte es heute wieder anzuknüpfen, so Adenauer und Gräfin Douglas. Man könne sehen, dass eine Aussöhnung möglich ist und dass die Menschen in Europa mehr verbindet als trennt. Ich glaube, wir brauchen Großbritannien und wir brauchen eine EU. Wenn Sie 40 Jahre in den USA gelebt haben, dann sehen Sie, dass Europa ohne EU, ohne ein vereinigtes Europa nicht überleben kann. Wir müssen das unbedingt zustande bekommen. Und was ich heute Abend den Leuten hier sagen möchte, und das sollen die allen weiter sagen, ist, sie müssen über die EU reden. Sie müssen das Positive über die EU herausbringen. Es lohnt nicht, dass nur einige hierher kommen und sich diese klugen Reden anhören. Die fand ich fantastisch heute. Aber alle von uns, jeder Einzelne und jede Einzelne von uns muss das weitertragen, damit das nicht irgendwo versandet und wir eines Tages uns vor den Kopf schlagen und denken, wo waren wir denn überhaupt, was haben wir denn überhaupt gemacht? Doch Skepsis ist angebracht. Dies verdeutlichte in Leipzig mit Professor Herfried Münkler, einer der aktuell wichtigsten deutschen Politikwissenschaftler. Münkler verglich aktuelle kriegerische und eingefrorene Konflikte mit den Strukturen während des Dreißigjährigen Krieges, in dem sich zwischenstaatliche Kämpfe und innergesellschaftliche Konflikte überlagerten. In der Regel heißt das, dass Interessen und Ideologien, Machtfragen und Werthaltungen in diesen Kriegen eng ineinander verwoben sind, sodass keine von beiden oder von mehreren Seiten bereit ist, in eine Niederlage einzuwilligen. Dies mache solche Kriege oft besonders grausam und halte sie besonders lang am Köcheln. In eine Phase immerwährenden Friedens sieht Münkler die Welt nicht eintreten. Entsprechend bildete die Frage über die Bewahrung des Friedens den Schwerpunkt nicht nur vieler Pausengespräche, sondern auch bei der abschließenden Podiumsdiskussion, die von FAZ-Redakteur Andreas Platthaus moderiert wurde. Welche Rolle kann Deutschland künftig spielen und wie müsste es sich dafür aufstellen? Auch militärisch. Was will Russland? Gibt es überhaupt noch eine gemeinsame Vision in Europa? Ich möchte die Beobachtung anschließen, wie sich sozusagen die europäische Sicherheitsarchitektur verschiebt. Eine gewisse tektonische Verschiebung ist ja zu beobachten mit Zentrifugalkräften, die durch die Briten oder die Amerikaner ausgelöst werden, aus dem Bündnis heraus. Aber insgesamt ist das für mich eine sehr eurozentristische Betrachtung. Oder steuern wir gerade schlafwandelnd auf den nächsten großen Krieg zu? Diese wichtigste Frage, die Frage nach Krieg und Frieden, suchten auch viele der Veranstaltungsteilnehmer in den 2 Tagen von Wermsdorf und Leipzig zu beantworten. Wie wahrscheinlich ist der nächste große Krieg? Ich halte es absolut für realistisch, weil aus dem ganz einfachen Grund, weil es so viel Konfliktpotenzial auf der Welt gibt. Ich würde nicht sagen, dass ein Weltkrieg wahrscheinlich ist. Allerdings spielen wir mit dem Feuer. Es gibt eine deutliche Enthemmung. Vor allem in dem Umgang mit Nuklearwaffen, mit Kernwaffen. Die Generation, die sich direkt an den Zweiten Weltkrieg erinnert, stirbt aus. Und die neue Generation in der Politik auch, das sind Menschen, die den Krieg nie erlebt haben. Und das Gefühl für den Schrecken des Krieges ist abgestumpft. Ich habe den Eindruck, dass wir in vielen Fragen, die Frieden und Politik betreffen, dass wir uns auf hoher See bewegen. Und praktisch wie Menschen, die ein Schiff umbauen müssen, ohne in den Hafen Ruhe zu haben. Und was kann man nun mitnehmen aus der Geschichte und aus dieser Veranstaltung?
Ich denke, die Entwicklungen, die auch angesprochen worden sind, vom Austritt Großbritanniens über die Entwicklungen, die wir in Polen und in Ungarn und am Rande jetzt, also nicht in Europa, aber bei unserem NATO-Partner Türkei erleben, zeigt, wie gefährdet doch diese Situation auch ist, sodass es nicht einfach selbstverständlich ist, dass wir so leben können, wie wir es nun gewohnt sind die letzten 30 Jahre, sondern dass man sich dafür immer auch wieder einsetzen muss. Ja, ich würde sagen, nach dem, was da über den Atlantik passiert, ist ein geeintes Europa wichtiger denn je. Aus meiner Sicht am besten verbunden mit Russland. Ja, das ist, ich finde es ganz wichtig, weil ich meine, wir sind uns mehr oder ähnlicher, als wir so vermuten. Und wir müssen einfach mal lernen, dass die Europäische Union nicht eine Gemeinschaft ist, in der es Migrationsprobleme, Bankenprobleme, Wirtschaftskrisen und andere Dinge gibt, was sicherlich auch eine Tatsache ist. Aber die Europäische Union ist eine Garantie für Frieden und Stabilität. Und wenn wir uns mit dem Krieg auseinandersetzen, verstehen wir, dem Frieden einen größeren Wert beizumessen. Und das hat Europa heute unglaublich wichtig. Europa ist weit mehr als eine finanz- oder wirtschaftspolitische Zweckgemeinschaft. Europa ist ein Friedensprojekt und Europa ist ein gemeinsamer Raum des Vertrauens. Und in diesem Sinne eine Wertegemeinschaft, die sich nicht abschließt, sondern als offene Gesellschaft ein Angebot macht für Demokratie und Meinungsfreiheit, für Vielfalt und für ein friedliches Miteinander. Ein Angebot, von dem wir allerdings die Bürgerinnen und Bürger in Europa, ja, und auch in Deutschland immer wieder überzeugen müssen und dass diese Bürger und Bürgerinnen am Ende auch annehmen müssen. Mein Wunsch, den möchte ich zum Schluss äußern, ist, dass sich die Vision, die unsere Väter und Großväter nach dem Kriegsende hatten, ein geeintes, freies und demokratisches Europa weiter erfüllt und auch in Zukunft Richtschnur unseres Handelns bleibt. Und so war es auch eine zu einem Kriegsende entstandene Sinfonie, die den Schluss der Veranstaltung Schicksalsgemeinschaft einleitete. Noch einmal von Ludwig van Beethoven. Seine siebte Sinfonie war 1813 in Wien uraufgeführt worden. Der Erlös wurde für Veteranen der antinapoleonischen Befreiungskriege verwendet. Ein Bogen zu den historischen Ereignissen, die den Anlass der Veranstaltung bildeten. Das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und die Völkerschlacht bei Leipzig 1813.